In diesem Video werde ich dir erzählen, warum ich dir nicht empfehle, mit diesem Geschäftsmodell zu starten, obwohl ich über 30 Millionen Umsatz damit gemacht habe, mit meinen Geschäftspartnern im Laufe unserer Karriere, und was ich dir stattdessen empfehlen würde, heute zu tun. Die komplette Wahrheit über Amazon Handelsware, Amazon Arbitrage als Geschäftsmodell. Servus, hier ist der Butros, und mit meinen Geschäftspartnern habe ich auch nur mit Handelsware über 30 Millionen im Laufe meiner Karriere gemacht. Und heute werde ich dir einige Fallbeispiele, einige Geschichten erklären, warum das für dich in wenigsten Fällen Sinn macht und warum es in den meisten Fällen nur eine Geldverbrennung ist. Daher schau dir das Video unbedingt an, hol dir direkt was zum Trinken und wirklich ein Stift und Papier, damit du auch nicht die Fehler machst und ganz, ganz viel Geld hier in diesem Bereich verlierst. Fangen wir damit an, dass dieses Geschäftsmodell für viele sehr attraktiv klingt, weil die Nachfrage für diese Produkte da ist. Ja, das heißt, du verkaufst Produkte, die gerade vom Markt, von den Kunden gefragt werden. Du verkaufst iPhones, du verkaufst Kopfhörer, du verkaufst das, was du zur Hand bekommst. Das heißt, der zweite Grund, die Produkte existieren schon auf Amazon, die Listings sind schon da, du musst nicht die eigenen Bilder machen, du musst nicht die eigene Beschreibung machen, es ist alles da. Du musst nur die Produkte einkaufen und wiederum verkaufen. Ja, das heißt, es ist leicht einzukaufen, das ist der dritte Grund. Und der vierte Grund ist, du brauchst keine Zertifikate selbst zu erstellen oder erstellen zu lassen, denn die Hersteller haben schon bereits die Zertifikate und du kannst die Produkte nur, wie gesagt, günstig einkaufen, teuer verkaufen. Und im besten Fall hast du damit sehr, sehr viel Geld verdient. Und das klingt wirklich perfekt, wie das perfekte Geschäftsmodell. Und warum das für dich nicht funktionieren wird, das werde ich dir jetzt erklären. Fangen wir damit an mit Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 1 ist ganz einfach, wenn du mal ein iPhone gekauft hast oder ein anderes Gerät, dann wirst du sehen, okay, wenn ich das Produkt online anbieten möchte, dann bin ich einer von vielen. Ja, das heißt, auf Amazon gibt es die Angebotsseite von Samsung oder von iPhone. Du gehst einfach hin von dem Apple-Gerät, iPhone, iPhone 14, wie auch immer, und dann suchst du das Angebot aus und sagst, ich möchte es zu diesem Preis anbieten. Das bedeutet, der einzige Unterschied zwischen dir und dem ganzen anderen Anbieter ist der Preis. Das heißt, wir verkaufen nur über den Preis. Es gibt keinen einzigen Unterschied, warum die Leute bei dir kaufen werden, außer dass sie über den Preis kaufen. Und das ist der Grund, warum hier ein hohes Risiko ist. Das heißt, wenn du auf einmal nicht die Preise halten kannst, wenn du auf einmal diese Produkte nicht verkaufen kannst, dann bleibst du auf Haufen Ware sitzen, denn du hast die zu einer bestimmten Kondition eingekauft, du hast geplant, die zu einer bestimmten Kondition zu verkaufen, und auf einmal kannst du das nicht, weil einfach andere Leute nicht rechnen können. Hier eine kleine Geschichte, wir hatten unter anderem Dr. Wack Produkte verkauft. Das sind Putzmittel, die wir einfach auf Amazon angeboten haben. Wir haben die sehr, sehr erfolgreich auch auf Amazon gelistet, sehr gute, sage ich mal, Zahlen damit aufgebaut, bis ein älterer Mann, der ja in die Rente gekommen ist, einfach sich entschieden hat, die Produkte günstig auf Amazon zu verkaufen. Wir hatten Margen zwischen 4 und 6 Euro pro verkaufte Dose, und ihm waren ja 50 bis 1 Euro, sage ich mal, genug an Margen. Ja, das heißt, hat er gerechnet, okay, wenn ich 100 Stück pro Woche verkaufe, 50 Cent Marge, 50 Euro ist ja besser als irgendwelchen Kiosk aufzumachen und wie auch immer, da kann ich halt meine Rente verbessern. Und das ist halt das Problem, wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast, Mitarbeiter hast, hast du einfach bestimmte Kostenstrukturen, ja, dass du einfach sagst, diese 50 Cent, die ich da verdiene, da lege ich ja mehr drauf an Mitarbeiterkosten, an weiteren Kosten, dass ich einfach sage, dieses Geschäftsmodell hat sich ja gar nicht mehr für mich gelohnt. Das heißt, irgendeiner wird einfach immer kommen und sagen, ich arbeite halt mit geringerer Marge, und du kannst diese Angebote nicht steuern, du kannst die Preise nicht steuern, weil diese Produkte, diese Angebote nicht von dir quasi gesteuert werden können, weil die Marke dir nicht gehört und das Angebot dir nicht gehört. Und da kommen noch weitere Probleme. Also, schau mal, du hast bis jetzt aufgeschrieben, jetzt gehen wir weiter. Wir gehen jetzt tiefer rein. Ja, das heißt, wenn du sagst, ich möchte jetzt Werbung schalten für diese Produkte. Mal angenommen, du möchtest jetzt Werbung schalten, dass diese Produkte top werden. Wir haben unter anderem Haushaltswaren verkauft für einen Hersteller aus Dänemark. Und wir haben die sehr, sehr gut verkauft. Und dann siehst du auf einmal, kriegst du ja mit, dass wir hatten damals dann irgendwann 72 Mitarbeiter, wir haben das Ganze aufgebaut, Bilder gemacht, Beschreibung gemacht, und da kommt ein One-Man-Show. Der hat keine Mitarbeiter, hat nur Logistik, hat einfach ein paar Aushilfen, die die Ware verschicken. Und dann sagt er, der macht einfach die Hälfte deines Einkaufsvolumens bei diesem Hersteller. Und dann schauen wir einfach auf einmal, was er macht. Er macht ja nichts anderes, außer
dass er einfach sich an unseren Angeboten bedient auf Amazon, hängt sich dran und verkauft sie zu einem günstigeren Verkaufspreis. Das heißt, er hat sich an unsere komplette Infrastruktur drangehängt und hat sich davon profitieren lassen, dass diese Angebote existieren, hat sie nur sie günstig eingekauft und gut verkauft. Und deswegen kommt auch die Idee für dich, kann auch für dich Sinn machen, wenn du sowas betreibst, nur ob da genug Marge hängen bleibt. Ja, das heißt, nehmen wir davon an oder gehen wir einfach das Thema nochmal, wir sind jetzt gerade bei dem Thema Werbung. Wenn du jetzt Werbung schaltest, mal angenommen, nehmen wir dieses Beispiel wieder mit den Dosen, diese Dr. Wack Dosen. Wir verkaufen diese Putzmittel und wir machen Werbung für diese Putzmittel. Und es hängen ja 30, 40 Fachhändler da dran auf diesem Angebot. Plus die ganzen Rentner, plus diese ganzen Leute, die einfach da auf Amazon Geld verdienen wollen. Und du machst Werbung für alle, dass einer dann das Produkt über den Preis verkauft. Das heißt, es macht ja für dich keinen Sinn, Werbung hier zu schalten. Und mich wundert immer wieder, dass Agenturen da draußen gibt, die einfach mal ja Accounts von Händlern betreuen, dass sie einfach gerade das Thema nicht kapieren und Werbung auch solche Produkte schalten, dann dem Kunden zeigen, okay, wir haben dir hier Geld generiert und am Ende machen die Leute gar kein Geld damit. Der vierte Punkt ist, dass jemand die Produktbeschreibung einfach so ändern kann, dass du auf einmal das Produkt nicht mehr verkaufen kannst. Wir haben mal angenommen, diese Dosen, da sind ja Vorschriften über das Thema Gefahrgut oder unter anderem gibt es auch die Möglichkeit, die Volumenangaben anzugeben bei Amazon, damit der Preis berechnet wird. Du musst halt bei Lebensmitteln, bei Flüssigkeiten, dass die Volumenangaben machen, damit du nicht abgemahnt wirst. Und aus irgendwelchem Grund konnten wir das bei diesem Angebot nicht ergänzen. Und das bedeutet im Endeffekt, wir haben eine Palette da. Eine Palette besteht zwischen 500 und 1000 Stück, ich glaube 800 irgendwas. Und die konnten wir so auf Amazon nicht anbieten, weil wir sonst eine Abmahnung riskiert haben oder eine Unterlassungserklärung, die wir an einem Verein abgegeben haben. Dann hast du einfach die Dosen da, du musst dich an diese Beschreibung dranhalten, du musst diese Preise so kennzeichnen, damit du einfach dich dagegen verstoßt, sonst musst du ganz hohe Strafen bezahlen. Und dann mussten wir die Ware ganz günstig auf eBay verkaufen, also quasi verramschen. Der fünfte Grund ist, im Endeffekt kannst du hier kein langfristiges Branding aufbauen, weil dir weder die Marke gehört, noch die Beschreibung gehört, noch irgendwas in diesem Sinne gehört. Das heißt, du bist ja nur ein Player, der günstig einkauft und teuer verkauft und dir gehört am Ende gar nichts. Und jetzt kommen wir zu der sechsten Geschichte, die für viele gar nicht so deutlich ist, dass du damit sehr viele Hersteller oder Großhändler reich machst. Und ich erzähle dir etwas nicht, was ich nicht selbst gemacht habe. Kleine Beispiele, gib einfach auf Amazon, wenn du jetzt das Video zu Ende angeschaut hast, Tebro Grill oder Eye Electronics Rauchmelder. Da wirst du einfach sehen, ein Eye Electronics Rauchmelder, was wir als Erste auf Amazon gebracht haben, mit 10 Jahre Batterie, mit dieser Beschreibung, wo wir sehr, sehr viele Stückzahlen in Tausenden, wenn nicht 30.000 Stück im Monat abgesetzt haben auf Amazon, auch von heute auf morgen gar nichts verkauft haben, weil der Hersteller sich entschieden hat, direkt mit Amazon zu arbeiten oder an Amazon zu verkaufen. Oder alternativ mit anderen Vendoren, das sind Leute, die an Amazon verkaufen, quasi zu arbeiten und dann im Endeffekt deine Marge nicht mehr profitabel sein kann für dich, dass du einfach sagst, okay, ich habe einfach von diesem Geschäft nicht, ich brauche das ja nicht weiterzumachen. Aber er hat davon profitiert, du hast deine Marke aufgebaut und am Ende kann er einfach da direkt hier loslegen. Und der siebte Grund ist, du musst regelmäßig deine Angebote überwachen. Schauen, okay, ist die Beschreibung nicht verändert? Ist der Preis aktuell? Habe ich überhaupt die Buybox? Kann ich einfach das Produkt verkaufen oder sitze ich am Ende auf Haufen Ware, die ich einfach nicht vermarkten werden kann? Übrigens, dieses Video ist entstanden, weil ich ein Gespräch diese Woche mit Markus hatte. Markus ist einer jetzt unserer Klienten, der seit einer Woche bei uns im Mentoring eingestiegen ist, der gesagt hat, okay, ich mache 30 bis 40.000 Euro Umsatz im Monat auf Amazon und trotzdem bleibt nichts hängen. Dann sage ich, okay, wie kann da sein, dass du einfach bei 30.000, 40.000 Euro gar keine Marge hast? Dann haben wir einfach seine Kalkulation angeschaut und er hat wirklich sehr, sehr, sehr geringe Marge. Wir reden zwischen 5 und 10%. Und meiner Meinung nach, eine Firma, die keine 15% Marge macht, hat einfach kein Potenzial zu wachsen. Denn du hast einfach erstmal das Problem, dass du einfach keine Mitarbeiter einstellen kannst. Du wirst einfach langfristig nie ein Geschäft aufbauen, wo du einfach dich aus dem Unternehmen zurückziehst. Denn du wirst die ganze Zeit selbstständig sein. Ja? Das heißt, du hast einfach kein Geld, weil du keine Margen hast und kannst einfach keine Mitarbeiter bezahlen, kein System aufbauen. Und im Endeffekt ohne Geld funktioniert hier in diesem Business gar nichts. Und was wir nicht erwähnt haben, ist im Endeffekt, dass die Leute nicht rechnen können, ihre Preise
dass das nicht dein Problem ist, aber auf einmal wird das zu deinem Problem, weil du gerade wirklich diese Produkte eingekauft hast, weil du dich entschieden hast, solche Produkte zu verkaufen. Und jetzt kommen wir zur Alternative. Was solltest du hier tun, damit du einfach nicht in diese Falle tappst? So, die Alternative ist, du baust dir deine eigene Marke auf. Ja, das heißt, mal angenommen, ich habe hier eine Wasserflasche, da war ein Etikett hier drauf. So, und wenn wir einfach die Flasche ohne den Etiketten anschauen, das ist im Endeffekt wieder eine normale Wasserflasche. Und hier könntest du dein Label, deine Marke da drauf anbringen. Was hat das für Vorteile? Dieses Private Labeling hat die Vorteile erstens, dass keiner die Preise steuern kann, außer dir. Du definierst die Preise, die du verdient hast. Du definierst, mit welchen Kunden will ich arbeiten. Will ich jetzt mit Kunden arbeiten, die ein T-Shirt für 4 Euro kaufen oder wirklich mit Kunden, die bereit sind, 80 oder 100 Euro für ein T-Shirt auszugeben. Du kannst definieren, welche Beschreibung du für das Produkt erstellst, ohne dir Sorgen zu machen, dass einer kommt und auf einmal die Beschreibung ändert. Was wir auch manchmal erlebt haben, kleines Beispiel, du bietest Telefone, du bietest irgendwelche Technikprodukte, da kommt einer und will eine Rache ausüben, der hat das Produkt auf Amazon erstellt und er sagt dir, okay, du kriegst einen Kopfhörer dazu und rechtlich bist du verpflichtet, dem Kunden einen Kopfhörer dazu zu senden, wenn dir diese Beschreibung nicht gehört. Und diesen ganzen Stress hast du nicht. Du hast auch nicht diesen Stress, dass einer sich an deinem Produkt dranhängt, weil dir die Marke gehört. Er darf das rechtlich nicht. Du könntest ihn eventuell von der Webseite bei Amazon entfernen lassen. Das sind 2 Klicks, die dafür sorgen, dass er sogar eine Verwarnung bei Amazon bekommt. Und wenn er das wiederholt macht, kann er auch von Amazon rausfliegen. Der dritte Grund, warum du eigene Produkte machen solltest, ist, dass du auf einmal jetzt Marketing gezielt angehen kannst. Du baust nicht nur jetzt gute Listing auf, sondern du baust eine eigene Marke, die du auch langfristig, spätestens in 2 Jahren, für den 5-fachen Jahresprofit verkaufen kannst. Das heißt, du baust nicht nur Produkte, du brauchst nicht Listing, sondern baust du auch Markenwerte auf und du kannst diese später verkaufen. Auf der anderen Seite lohnt sich dann Marketing für dich. Denn du hast deine Preise definiert, du hast dein Marketing definiert, du hast deine Fotos gemacht und dann kannst du wirklich die Leute dahin schicken auf deine Listing, die du haben möchtest. Und dann wirst du die Kunden bekommen, die du verdienst und wirst du die Marge machen, die du auf jeden Fall verdient hast. Und wenn du damit erfolgreich bist, kannst du natürlich jetzt dein Sortiment erweitern, ein Produkt nach dem anderen auf den Markt bringen und vor allem dann jetzt skalieren. Denn die meisten Menschen, die einfach mit Handelsware arbeiten, haben ja keine Möglichkeit zu skalieren, weil sie einfach nur diesen Preiskampf haben, die damit beschäftigt sind, Probleme der anderen, die einfach ja durch die Preispolitik zu ihren Problemen geworden sind, zu lösen, Ladenhüte abzubauen und Produkte zu verkaufen, die auf einmal nicht mal auf Amazon gelistet sind, vielleicht die Hersteller ihre Aufgaben hier in diesem Bereich nicht erfüllt haben. Wenn du mehr dazu lernen möchtest, wenn du sagst, okay, ich möchte wirklich zu diesen Menschen gehören, die eigene Produkte aufbauen, ich möchte nicht mehr das machen, was andere machen, ich möchte auch aus meiner Erfahrung lernen, dann lass uns einfach unverbindlich sprechen. In der Videobeschreibung hast du die Möglichkeit, ein unverbindliches Termin zu buchen und dann können wir einfach schauen, wo du gerade stehst und wie wir dir helfen können, gerade auch so ein Business aufzubauen. Eine weitere Sache, die du nutzen kannst, wir haben eine eigene Software, nennt sich Amazon Seller System, mit der kannst du auch schauen, welche Produkte gerade gefragt werden und welche Produkte Sinn machen, private zu labeln. Ja, das heißt, es macht natürlich nicht Sinn, für alle Produkte reinzugehen. Es macht auch nicht Sinn, irgendwie in Massenmärkte einzusteigen. Zum Beispiel einige Leute kommen immer wieder zu Weihnachten und sagen, sie möchten Puppen verkaufen, weil jeder auf dem Markt Puppen kauft. Das macht natürlich keinen Sinn. Du musst Produkte finden, Nischen finden, wo du heute Chance hast, erfolgreich zu sein. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine wertvolle Zeit. Wenn du einen Kollegen hast, der gerade dieses Problem hat mit Handelsware, wenn du einen Händler kennst, der wirklich diese Probleme hat, leite ihm gerne das Video weiter und ich denke, der wäre dir auf jeden Fall dankbar. Vielen lieben Dank, dass es dich gibt. Bis dahin, dein Butrus.